gibt es einen bayerischen Döner. Quasi, wenn die bayerische Brotzeit auf den klassischen Döner trifft, entsteht genau das hier. Ich würde sagen, sieht wirklich richtig lecker aus und ich glaube, es schmeckt genauso gut. Also, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Viel Spaß beim Video, eure Cook Brothers. Jeder kennt und die meisten lieben von euch den klassischen Döner, den man gefühlt an jeder Ecke alle paar Kilometer sieht. Aber wenn man vielleicht jetzt die Zutaten sieht, denkt man vielleicht eher an eine bayerische Brotzeit als an einen Döner. Aber wir machen heute einen Leberkäse-Döner, quasi mit typisch bayerischen Zutaten und das Ganze gesteckt in Fladenbrot, verpackt als Döner. Jetzt starte ich hier mit dem Leberkäse oder beziehungsweise mit unserem Fleisch. Und da schneiden wir uns hier einfach wirklich ganz dünne Scheiben runter, dass wir das dann quasi so legen können. Und das mache ich jetzt mal. Jetzt habe ich den hier geschnitten und jetzt, dass wir noch ein paar schöne Röstaromen erzeugen, was quasi auf dem Spieß ist beim Dönermann, geben wir den hier einfach in eine Pfanne, rösten den auf hoher Hitze, dass der wirklich auch noch mal ein bisschen schön braun wird. Und in der Zwischenzeit, während jetzt hier das Brot röstet und da der Leberkäse brät, nehme ich mir ein paar Gewürzgurken oder Cornichons und schneide die einfach schön längs auf, dass wir da noch ein bisschen mehr Gemüse mit drin haben und dass es dann einfach noch ein bisschen runder schmeckt. So, hier könnt ihr immer mal wenden. Es wird jetzt langsam knusprig, dass es dann trotzdem innen schön weich ist. Und dann hast du natürlich noch mal eine andere Textur, wenn du da ein bisschen auf ein knuspriges Brot beißt. Und ehrlich gesagt, ich freue mich schon richtig aufs Probieren. So, während das jetzt hier vor sich hin dreht und schon die ersten Röstaromen bekommt, mache ich jetzt ganz schnell meine Soße. Und zwar nehme ich mir da einfach einen kleinen Löffel Creme Fraiche oder vielleicht auch zwei. Und dann gehen wir einfach nochmal mit ein bisschen süßem Senf hier ran. Ist natürlich klassisch bayerisch und passt hervorragend zum Leberkäse. Und ich bin Mensch, da muss man jetzt auch nicht dran sparen, weil ich finde den wirklich persönlich mega lecker. Einfach ein bisschen Pfeffer hier mit rein. Und dann sind wir schon wieder fertig. Jetzt einfach hier durchrühren und dann haben wir unsere bayerische Dönersoße auch schon wieder fertig. Lala. Wir sehen jetzt hier schon, es bekommt wirklich langsam richtig schöne Röstaromen. Oh, ich freue mich so sehr. Gehen damit hier rein, dass wir noch mal einen schönen Geschmack mit drin haben. Natürlich von beiden Seiten, weil sonst wird der Döner zu trocken und ich bin immer ein Freund von viel Soße bei einem Döner. Und jetzt geht's weiter mit unserem Fleisch. Und boah, wenn ihr wüsstet, wie das duftet. Damit gehen wir jetzt hier einfach rein. Es riecht wirklich und sieht auch wirklich gut aus. Jetzt gehen wir damit hier rein. Boah, ein Traum. Jetzt kommt hier einfach ein bisschen Krautsalat mit drauf. Noch ein paar Gürkchen on top. Ein kleines obligatorisches Salatblatt und natürlich, wie es sich gehört, obendrauf noch mal ein bisschen Soße und, weil Fleisch ja schön viele Proteine hat, gleich noch mal ein bisschen davon on top. Wenn das nicht mal ein schöner Döner ist, vielen Dank fürs Zuschauen und wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen. Lasst ein Like und ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Eure Cook Brothers.